Das kann mir peinlich werden. Hauen die Dinger da raus. Kann ich starten? Ja. Wie sieht's mit diesem Tier aus? Clownfisch. Gibt's den? Ja, ne? Klar, gibt's einen Clownfisch. Nee, Mo. Clownfisch ist richtig. Clownfisch ist richtig. Das hätte ich jetzt gesagt. Clownfisch ist richtig. Gesucht war der Clownfisch. Und die Musik dabei. Nummer 3. Welches Tier ist das? Ich weiß es. Jetzt sag's doch. Seepferd. Flusspferd. Flusspferd. Nein, Flusspferd doch nicht. Aber es ist ein Fluss. Mach mal Flusspferd. Ja. Flusspferd, das ist ein Fluss, das ist kein See. Flusspferd. Hast du es erraten? Es ist das Flusspferd. Welches Tier ist das? Seestern. Ja. Das ist auch eigentlich schlecht gemacht in dem Video, weil es ist kein See. Ja. Denkst du, ein See macht solche Wellen? Das geht ja eigentlich nicht. Weißt du? Wir sind halt clever genug, um das zu lösen. Disliken das Video. Kommen? Es ist der Seestern. Ja. Das ist ein Meer, oder? Sei ehrlich. Ja, klar. Nummer 40. Schneewolf. Gibt's das? Weißer Wolf. Oh, Eiswolf. Eiswolf. Nee, das gibt's nicht. Eiswolf. Schneewolf. Weißer Wolf. Schneewolf. Schneewolf. Nehmen wir Schneewolf. Ja. Trau mir. Schneewolf. Hast du es gewusst? Es ist der Polarwolf. Boah, man lernt auf jeden Fall dazu. Was ist das für ein Tier? Blutwurm? Gibt's das? Boah, das kann gut sein. Nee, wie heißen die Dinger hier, wo ins Blut gehen? Blutegel. Blutegel. Egel. Boah, stark. Das würde ich jetzt sogar auch sagen. Ich wäre nicht drauf gekommen, aber jetzt, wo du es sagst. Ja. Ich wäre nicht drauf gekommen, aber jetzt, wo du es sagst, stimmt. Blutegel. Seepferd. Nee, das hatten wir schon. Ja, nee, das ist ja auch das See. Das ist ja eigentlich ein Meer, aber die sagen See, Seepferd. Ja, hatten wir aber schon. Nee, wir hatten Flusspferd. Ach, stimmt. Seestern hatten wir, genau. Und Flusspferd, genau, das ist ein Seepferd. Es ist das Seepferd. Ja, gut, aber danke. Kommt jetzt noch was? Weil wenn jetzt nichts mehr kommt, bin ich absolut enttäuscht. Welcher Beruf ist das? Dann fange ich an. Ja, fang an. Friseur. Aber ja, gut, das ist jetzt auch einfach. Ich hätte jetzt auch anfangen können. Hast du es erraten? Es ist natürlich der Friseur. Falsch! Er hat gesagt Friseur. Ja, da steht Friseur. Friseurin. Nummer 3. Oh! Oh, das weißt du, weil du denkst genau das, was du denkst, aber das ist falsch. Das siehst du an einem Symbol dort. Keine Ahnung. Darf ich da noch hin? Fischer. Bist du drauf? Oh, das war Millimeter. Das war knapp. Nummer 4. Erkennst du auch die? Kann ich mir Zeit lassen. Postbote, Postbotin. Nochmal? Postbote. Postboten. Postbote. Zwei, zwei. Bist du drauf gekommen? Es ist der Postbote bzw. die Postbote. Nummer 5. Was krieg ich da für Dinger, ey? Ich weiß es. Filmregisseur, sage ich. Wie? Filmregisseur. Wie? Filmregisseurin. Regisseur. Hast du es erraten? Mann, Alter, ich will jetzt nicht verkacken, dann fühlst du mir, das ist eigentlich einfach. Nummer 6. Was ist das für ein Beruf? Was ist das? Zahnarzt. Zahnarzt, ja. Ich dachte, du checkst es nicht. Zahnarzt, Zahnärztin. Mach mal den Emoji nach. Was ist das? Es ist der Zahnarzt. Ich muss mal wieder zum Zahnarzt. Nummer 7. Welcher Beruf ist das? Der Junge, der stinkt ein bisschen. Du musst antworten, ne? Ich nehme dich ab. Ich bin mal gespannt. Mir liegt es auf der Zunge. Mhm. Aha. Nein, das hat nichts mit Elektriker zu tun. Das ist der Clever. Ja, Junge, jetzt kann ich vorspuren. Anlagenmechaniker, ja, hätte ich bestimmt gewusst. Falsch, falsch, falsch. Steht immer noch 3-3. Ich kann in Führung gehen. Mit Erdvor. Nummer 8. Wahrsagerin.
Weil die sind immer in dem Zelt. Was hat denn das mit dem Zirkus zu tun? Junge, sag mal, wirst du sehen, Wahrsagerin. Safe. Also einen Schrott glaube ich nicht, aber das ist eine Wahrsagerin. Weil diese Kugel, dann diese Karten zeigen sie immer, ist meistens immer eine Frau und meistens wird es im Zirkus gemacht. Wahrsagerin. Oh. Ist das derselbe Hellseherin und Wahrsagerin? Hellseherin. Junge, Wahrsagerin und Hellseherin ist das gleiche. Mechaniker. Oh, was hast du davor gesagt? Egal. Klempner habe ich gesagt. Also nichts habe ich gesagt, ja, aber genau. Es war ja. Ja, davor. Anlagenmechaniker war es ja dann. Also was ist das jetzt? Mechaniker. Okay. Kfz-Mechaniker in Klammern. Bist du drauf gekommen? Es ist der Kfz-Mechaniker. Falsch! Mechatroniker. Falsch. Immer noch. Nummer 10. Erkennst du auch diesen? Wenn du das weißt. Was ist das? Das ist Alejandro, Alter. Der sieht aus wie Luca Pfeiffer, aber nicht. Das die Muskeln ist schnell hart und die Tür ist schui. Hast du es erraten? Türsteher, oh. Ja, ist gut. 4-3, ne? Auch so ein Beruf für Luca Pfeiffer. 4-3 für mich. Ja, ich hab verloren. Das ist Donald Trump, recht? Mal sehen, was Nietzsche. Ja. Ja, dann machen wir jetzt noch Serien, dann haben wir 2. Es steht 1-2 für mich. Okay. Machen können wir noch Serien machen? Machen wir noch besser. Machen wir noch besser. Wie lange kann die Kamera aufnehmen? Wir können auch dann irgendwie Kaffee trinken. Was ist aber Anlagenmechaniker? Ja, okay, da kommt, das war echt schwer. Aber Wahrsage und Hellseherin ist das gleiche. Nee. Gibt mit Sicherheit einen Unterschied. Können wir irgendwie. Kopfrechnen machen? Nein. Ja, können wir Geschichtsfragen machen? Was für Kopfrechnen, Alter. Ich kann nur bis 9x9, 81. Mehr weiter komme ich nicht, ey. Ich fange diesmal an, Vicky. Okay. Vorab gesagt, 1 zu 5. Wenn du so gewinnen willst, dann. Ja, natürlich, ich habe das gerade angefangen. Also. Ach dann. Vicky, jetzt falsch. Bist du drauf gekommen? Vicky und die starken Mama. Aber es reicht doch, Vicky. Ja, es reicht natürlich. Alles reicht bei dir. Ja, die sagen ja auch hinter der Kamera, dass das reicht. Was ist das denn? Disney ist große Pause. Ah, weiß ich. Wusste ich auch. Da kommt gleich Gummibärchenbombe. Ich sag, da kommt gleich so ein Schwamm und Seestern. SpongeBob Schwammkopf. Patrick Star. So ein Randall hat gefehlt. Das ist die Zeichen- falsch. Arnold? Was Arnold? Okay, ich bin dran. Ich weiß es auch nicht. Das ist zurück in die Zukunft. Wir können auch einfach immer beide hingucken und der, der das erste errät, hat gewonnen. Ja, das können wir auch machen. Steht jetzt 1-0 für mich. Es ist die Zeichentrickserie Galactic Football. Wäre ich niemals drauf, Galactic Football. Das ist mir ganz schön. Welche Serie ist das? Chucky, die Mörderpuppe. Ja, Kinderserie. Was ist denn das? Das sieht aber echt links aus wie Chucky, die Mörderpuppe. Ich sag wieder Disneys große Pause. Bleib einfach, genau, bleib einfach daran. Yo-Kai Watch. Hab ich nie gehört. Sind wir in China oder was? Wie sieht's mit dieser Serie aus? Die Unglaublichen! Das stimmt sogar, Alter. Müsste stimmen. Nee. Oder wieder Hey Arnold. Das sind die Unglaublichen. Aber das ist keine Serie. Das war keine Serie, genau. Hast du's gewusst? Flash. Henry D. Ah. Verdammt. Henry. Nummer 6. Was ist das für eine Serie? König der Löwen. Okay, du hast gesagt, jetzt bin ich. König der Löwen, hast du richtig. Nee. Madagaskar. Und wo sind die Pinguine? Ja, König der Löwen, Madagaskar ist auch keine Serie. Das sind Filme. Bitte, sei richtig. Die Garde der Löwen. Ich wie nah kommen wir uns eigentlich hier gerade? Tabaluga. Das könnte sogar sein. Dann hast du auch meinen größten Respekt, wenn es stimmt. Hast du es gewusst? Es ist die Kinderserie Die Sesamstraße. Wegen dem Keks. Sesamstraße war es. Welche Serie ist diesmal gesucht? Alter. Fiene in den Bergen. Keine Ahnung. Was hast du gesagt? Fiene in den Bergen. Hast du es erraten?
Es ist die Anime-Serie Heidi. Alter, stimmt. Ja gut. Jetzt sind es wirklich von 1970 irgendwelche Serien. Was ist das für eine Serie? Was ist das denn? Zum Glück steht es noch 1-0. Das ist die Zeichentrickserie Die fantastische Welt von Gumball. Fantastische Welt von Gumball. Stimmt. Hört man am Bauch die ganze Zeit knurren? Es ist die Jugendserie Violetta. Violetta. Das mit dem Knurren, das heißt, weil er die ganze Zeit was unterdrückt, der will nicht pupsen hier. Lucky Luke. Alter, das wäre echt stark. Das muss erstmal stimmen. Ja, aber stark, das ist es. Das stimmt, dass ich eine Sekunde kurz noch nicht hingeguckt habe. Wäre ich auch nicht drauf gekommen. Hast du eine Idee? Es ist die Zeit. Yes, Mann! 1-1. Nummer 14. Welche Serie ist das? Die drei Bären. Mama, kann ich heute eine neue Serie gucken, die drei Bären? Hast du verraten? Die drei Bären, ey, ich meine... Oh, Bären wie wir. Also. Ja, du musst ja irgendwie raten. Nummer 16. Kommt noch. Was ist das für ein... Bob der Baumeister! Oh. Das ist doch kein Bob der Baumeister, das ist ein Feuerwehrauto. Glaubst du schon gesagt. Das ist nicht Bob der Baumeister. Ja, dann sag was anderes. Das ist ein Feuerwehrauto. Wenn das ist Quatsch, dann lege ich hier Protest an. Nein, das geht ja gar nicht. Das ist ein Feuerwehrauto. Ja, und Bob der Baumeister ist das. Ja, guck, das kenne ich aber. Feuerwehrmann Sam. Bob der Baumeister, nimm mich auch. Das ist gute Pause. Das ist es. 2-2 steht es dann. Das ist ein Ausgleich dann. Also beide haben es hier direkt. 2-2. Du bist Randall. Du bist, wie heißt der mal? Das ist Miss Finster, Alter. Hast du es erraten? Es ist die Zeichentrickserie Disney's große Pause. Es sah aber vorhin ähnlich aus. Guck mal, da war auch das Haus da. Aber die Cappy war nicht da. Nummer 18. Erkennst du auch diese Serie? Ich sag Teletubbies. Alter, stimmt sogar. Frag mich nicht, warum da 5 Personen zu sehen sind. Das ist Teletubbies. Na, glaub ich nicht. Hast du es gewusst? Es ist die Actionserie Power Rangers. Boah, stimmt, ey. Die Farben. Mhm. Nummer 20. Was ist das für eine Serie? Oh, das kenne ich. das passiert doch nicht. Das ist die Kinderserie heutzutage. Ich sag dir, die Kelly, die gibt's auf Netflix. Ich sag Pat. Wie heißt die neue Kinderserie da? Pat. Hast du es gewusst? Das ist die Zeichentrickserie. Paw Patrol, das muss Paw ich Patrol, wissen. Paw Patrol, das ist neu auf Netflix. Wir müssen noch ein Spiel spielen. Ja, das ist doch eigentlich ganz klar. Was ist das? Feuerwehrmann Smith, oder wie ist das, Sam? Guck mal, da vorne man spielt das hier Serien. Jetzt Film und du nimmst eine Serie wieder rein. Das gibt ja. Hast du eine Idee? Okay. Es ist die Comic-Verfilmung. Ah, okay, also solche Filme kommen auch rein, okay. Ja, jetzt legst du los, ne? Jetzt geht's los. Nummer 4. Erkennst du das? Was ist das? Das ist auf jeden Fall ein... Alien. Chinese. Mit seinem Spat. Aber haben wir was mit Aliens zu tun haben? Jackie Chan. Bist du drauf gekommen? Avatar. Das ist der erfolgreichste Film aller Zeiten. Das ist ja eine Frechheit hier, ey. Ja, was ist denn da? Avatar? Also Avatar ist einer der größten Filme jemals, der gedreht Film wird wurde. Gesucht? Kein Avatar jetzt. Das... Normal Life. Nein, das ist... Drei Brüder, sage ich. Warum drei Brüder? Da ist doch einer durchgestrichen. Alter. Ja, das waren ja mal drei Brüder. X-Men. Es ist die Comic-Verfilmung X-Men. Junge, wir sind ja so schlecht. Nummer 6. Sehen das die Fans auch, was da angezeigt wird? Gut. Titanic. Ja, was machen wir? Machen wir gleich. Muss doch noch stimmen. Das ist Titanic. Wenn das jetzt nicht Titanic ist, verlasse ich jetzt diesen Raum. Da hätte man zum Beispiel jetzt noch einen Eisberg noch hinmachen genau. können. Genau, und ich verlasse und diesen Raum, wenn das jetzt nicht Titanic ist. Verlasse ich diesen Raum. Glück gehabt. Drama, Titanic. Kein Boom, weil keine Explosion. Ja, ehrlich. Stoß gegen den Nummer Eisberg. 7. Welcher Film ist hier gesucht? Das Schöne und das Biest. Ja, da war ich. Der, nein. Er hat gesagt, die Schöne und das Biest. Ich habe gesagt, das Schöne. Oh. Ja, das Schöne und der Biest. Aber ich war vorher.
Nein. Du hast vielleicht vorher, aber du hast auch falsch gesagt. Ja, gleich. Es steht 2-2 jetzt. Hast du eine Idee? Es ist der Disney-Film Die Schöne und das Biest. Mann, ey, warum kannst du denn genau die, die ich auch kann, Alter? Nummer 2. Welcher Film ist es diesmal? Dancing Queen. Ja, warum muss ich dann Kack kaufen? Ja, das ist Dancing Queen, dann will ich, schreibe ich den da an, warum du dann Kack kaufen dabei ist. Hast du es erraten? Oh! Dirty Dancing. Warum? Ach, Dirty, schmutzig. Mann, ey! Nummer 9. Dancing Was ist das Queen. Für ein Film? Ja. Madagaskar. Dschungelbuch. Alter, fuck, das ist sogar richtig. Bei mir ist das wieder abgegangen, ich halte das einfach. Hast du es gewusst? Es ist der Abenteuerfilm Das Dschungelbuch. 2-1 für dich, ne? Oder 3-2 für dich? Ja, ich bin 1 vor. Nummer 10. 3-2, erkennst du auch diesen Film? 3-2. Oh ja, der kann das jetzt. Jetzt ist er voll im Flow. Beste Freunde. Ziemlich beste Freunde. Ja. Ziemlich beste Freunde. Guck mal, wie kacke du bist, dass du einfach, dass ich was falsch sagen muss, dass du es weißt. Hast du es erraten? Es ist die französische Komödie. So lächerlich schon wieder. 3-3! Ja, Junge! Um welchen Film handelt es sich? Ich sag nichts mehr, weil dann kriegst du vielleicht einen Punkt. Ja, okay, beste Freunde. Wenn du das bei Netflix eingibst, beste Freunde, komm ich ziemlich beste Freunde. 3-3. Du willst mir sagen, wenn man bei Netflix beste Freunde eingibt, findet man nicht ziemlich beste Freunde. Ja, aber der Film heißt ja nicht so. Beste Freunde. Nummer 12. Ja Schweigen der Lämmer. Film aus. Ja, ich hab mir hingeguckt. Scheiße, Mann. Ich bin nervös, Becher. Ich kann solche Spiele nicht, ne? Ich bin nur so nervös immer. Vor allem gegen den will man immer gewinnen. Hast du den Emoji gesehen? Das Schweigen der Lämmer. Das ist der berühmte Kriminalfilm, Das Schweigen der Lämmer. 4-3 für dich. Und im Flug der Karibik, wie gesagt. Was ist das für ein Film? Die Königin auf der Erbse. Das ist schon eine Wolke, oder nicht? Vorhin war da ein Knallzeichen statt ein Eisberg. Ja, okay, ich bin mit meinem Königin der Erbse, hab ich noch nie gehört, den Film. Hast du eine Idee? Königreich der Es ist der Abenteuerfilm Königreich der Himmel. Fast. Nummer 14. Erkennst du auch Scary Movie. Film? Alter. Aber stark. Na, kriegst keine Fast mehr. Okay. 5-3. Wisst ihr, was hinter der Kamera gleich passiert? 5-3 für dich, ne? Ja. Mann, ey. Bist du drauf gekommen? Es ist das ist so mein Italien-Kino, gell? Scary Movie. Scream ist raus. Ja, Scream, stimmt. Nummer 15. Welcher Herkules. Film wird gesucht? Glückwunsch. Ist das richtig, denkst du? Weil ich glaube, mit Flug der Karibik bin ich, glaube ich, echt gut dabei. Das wäre dann der Ausgleich. Bitte jetzt, Herkules, bitte. Aber es gibt viele Griechen. Ja! Es ist der Zeichentrickfilm für Herkules. Bitte fertig, bitte fertig. Ich hoffe auch, dass fertig ist. Was ist das für ein Film? Oh, ich weiß es. Pat. Ja. Ted. Ja. Falsch gesagt! Er hat Pat gesagt! Er hat Pat gesagt! Ted! Ja! Oh, ich bin ganz rumfuchtig. Ja! Guck mal, der wird sauer. Ach, der wird erstmal sauer. Ja! Es ist nicht Pat! Bro, so macht's keinen ja! Spaß. Nummer 17. Welcher Film ist hier gesucht? Squid Game. Ey, du bist echt gut da drin, Alter. Man hört mich wieder nicht, meine Kamera ist wieder ab. Mikro. Sag du aber mal was und nicht immer, wenn ich was Falsches sag. Hast du eine Idee? Ach, du, ich komm da nicht drauf. Da bin ich zu schlecht drin mit diesen ganzen Emojis. Nummer 18. Welcher Film ist diesmal? E.T. Ja, mir ist nicht eingefallen. Die habe ich aber damals geguckt, Alter. Da war ich keine Ahnung wie alt. Die von meiner Schwester, die Kinder, die meine Schwester jetzt so macht, machen die auch so. Voll krank. War nur E.T. Hast du eine Idee? Ja. Es ist der legendäre Science-Fiction-Film E.T. der Außerirdische. Also ich warte, Ted zählt ja zu dir, dann war es wie viel? Ich müsste 6-5 stehen oder so für dich. Nummer 9. Der Karibik. Was ist das für ein Film? Alter. Muss erstmal stimmen. Ja, das ist richtig. Hast du es erraten? Ja. 7-5 für dich. Mann,
liebe Fans, ich will jetzt echt nicht unsympathisch gehen. Ich gehe jetzt so lange raus. Ich will kurz was klarstellen. Und zwar, wenn du bei Schlag den Raab auf den Buzzer drückst. Wir sind doch nicht bei Schlag den Raab. Wenn du deine Antwort abgibst, Pat, und dann sagst, Ted, dann hast du ja deine Antwort ja schon abgegeben. Bei Schlag den Raab hat man fünf Sekunden Zeit. Also, Ausgleich, Schluss werde ich aus. Um 3, 2, noch eins. Ja, mach 3, 2, komm. Wann haben wir Training um 3? Welches Land ist das? Ja, was ist das denn? Ich sag einer Glück und dann kommt ein Croissant und dann weißt du, dass er unser Frankreich das gewonnen. Was würdest du zum ersten sagen? Ich würde sagen, das ist ein Schild. Ich würde sagen, so Anhänger. Hast du es erraten? Es ist die ozeanische Insel Neuseeland. Seeland, Neuseeland. Ah. Nummer 5. Wie sieht's mit diesem Land aus? Saudi-Arabien. Ja, das kann sogar sein. Oh, darf man nicht sagen. Abu Dhabi. Oh, kann auch sein. Hast du es gewusst? Es ist der Wüstenstaat Saudi-Arabien. Mann, ey, das ist doch kacke. Ist Abu Dhabi ein Land? Nein. Nummer 6. Was ist das für ein Land? Hä? Das ist schwer, gell? Das ist ja richtig schwer. Hast du eine Idee? Es handelt sich um Griechenland. Oh Gott, wie schön. Nummer 7. Das wie sieht's richtig schwer aus? Oman. Ist das ein Land? Oman. Ja, das kann sein. Oman! Hä? Ich wusste gar nicht, dass du mir das kann ich voll dumm sagen. Hast du es erraten? Ja, das ist das arabische Oman. Sag's nochmal. Nummer 8. Dieses Land sollte jeder erraten, der in seinem Leben einmal Pokémon gesehen hat. Der ist doch Ash, oder? Mount Ash, Marash. Ich bin nicht der einzige Dumme hier. Die Frage ist, wer dümmer ist, du, weil du gar nichts sagst, oder ich? Ja, Junge, das wird zu schwer, sei ich ganz ehrlich. Ich bin da eingeblendet, die Fans, ne? Welches Land ist hier? Extrem schwer. Japan. Sicher. Mann! Ich hab auch nicht mal rechts geguckt, ich habe nur Japan gesagt, weil der Ja steht. Dann steht's. Wie steht's dann? 2-1. Hast du es erraten? Es ist die ostasiatische Insel Japan. Und zu guter Letzt noch ein Bonus. Dieser Ort ist eigentlich gar kein Land, sondern eine weltberühmte Stadt. Das ist ja. Ihr müsst da mitspielen, das ist krass. Das ist richtig schwer. Dubai. Dublin. Dubai. Dubai! Scheiße! Das ist die arabische Wüste. 3-1. Nee, aber das mit den Ländern gerade. Das machen wir weg, oder? Ja. Weil das ist ja echt. Wenn das einer sieht, das. Ist doch nicht schlimm. Das müssen wir. Das Format löschen wir einfach. Das machen wir jetzt. Das machen wir nicht rein. Das ist ja richtig peinlich. Marrakesch, Dublin. Die denken, was. Gut, dass ihr Fußballprofi geworden seid, denke ich. Ich weiß jetzt gar nicht, mit den ganzen Spielen, die wir schon gespielt haben, weiß ich gar nicht, wie es insgesamt spielt. Du führst auf jeden Fall. 3-1 für Marvin. Warum 3-1? Das von ihm gerade zählt er nicht mit. Junge, das mach ich nicht rein, Dublin, das ist ja voll peinlich, Alter, wenn die das sehen. Das will ich nicht drin haben.